Alle Jahre wieder freue ich mich auf die Weihnachtsferien. Endlich, morgen ist es wieder soweit. Alle Jahre wieder freue ich mich auf die Geschenke. Alle Jahre wieder freue ich mich auf alle Dinge, welche zu Weihnachten einfach dazugehören. Aber wenn ich so nachdenke, fällt mir ein, in unseren ersten beiden Schuljahren hier in der Musikmittelschule Großbettersdorf feierten wir immer einen vorweihnachtlichen Schulgottesdienst in der Kirche. Und im letzten Schuljahr und auch heuer sind diese ausgefallen. Diesbezüglich gibt es also kein alle Jahre wieder. Das finde ich voll schade. Stimmt, und alles nur wegen diesem Coronavirus. Jetzt hört auf und werdet nicht sentimental. In den Ferien können wir auch ohne Gottesdienst starten. Das siehst vielleicht du so, aber ich nicht. Für mich waren diese Gottesdienste immer eine besinnliche Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Ja, da bin ich völlig bei dir. Aber so ganz wollen wir auf die Weihnachtsbotschaft nicht verzichten. Wir können zwar nicht in die Kirche gehen, aber stattdessen werden wir einen virtuellen weihnachtlichen Gottesdienst mitfeiern. Da bin ich sehr gespannt, wie das sein wird. Das hängt von jedem und jeder Einzelnen ab. Machen wir uns dafür bereit, dann wird es wie alle Jahre wieder. Mit einem Corona-bedingten Unterschied, nämlich online. Liebe Schüler, auf diesem Wege kommen wir heute zusammen. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken gemacht, warum wir unsere Straßen und Häuser in der Adventzeit so festlich schmücken? Wir bereiten uns vor. Gerade in den dunklen Wochen, jetzt im Spätherbst, im Winteranfang, wo es manchmal den ganzen Tag vielleicht nicht ganz so hell werden kann, wenn nicht gerade so wie heute die Sonne scheint, da bereiten wir uns vor auf den, der kommt, auf Jesus Christus, auf diesen Geburtstag, den wir dann feiern, zu Weihnachten. Das Licht, das brauchen wir. Und wir Menschen, wir drücken damit unsere Freude aus. Das ist etwas Wunderbares, dass wir uns auf dieses Wunder einlassen. Ich wünsche euch, dass ihr euch auch auf dieses Wunder einlasst. Immer wieder neu. Auch gerade Weihnachten 2021. Es ist wichtig, sich darauf zu besinnen. Gerade auch in diesen schweren Zeiten. Wir wissen ja alle noch nicht, wie geht's weiter? Pandemie, Omikron und. Ich wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute. Auch euren Familien. Ja, und wenn ihr wollt, am 24. Dezember haben wir um 15 Uhr und um 16 Uhr unsere Christfestspanne in der evangelischen Kirche und um 22 Uhr die Andacht zur Heiligen Nacht. Liebe Grüße von eurem Pfarrer Carsten Marx. Du menschgewordener Gott, unser Leben ist oft geprägt von Hektik, Stress und Unruhe. Schule, Freunde, Freizeit, manchmal droht es uns viel zu werden. Die Sehnsucht nach Ruhe, nach Stille, nach Geborgenheit wird in uns groß. In diesem Gottesdienst sollen wir zur Ruhe kommen und unser Herz öffnen für dich und deine Gegenwart. Sei du bei uns in unserem Reden und Schweigen, in unserem Beten. Amen. Thank you.
Heiland geboren. In jenen Tagen kommt ein Befehl von Kaiser Augustus. Alle Menschen im großen Reich der Römer müssen sich in Steuerlisten eintragen, jeder in der Geburtsstadt seiner Familie. Deshalb wird Josef aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa hinauf zur Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Er will sich dort eintragen lassen mit Maria, seiner Frau, die ein Kind erwartet. Als sie nach Bethlehem kommen, suchen sie eine Herberge, aber es ist nirgends ein Platz. Guter Mann, wir suchen eine Bleibe für die Nacht. Können wir bei dir übernachten? Wir haben einen weiten Weg hinter uns. Meine Frau ist schwanger und wir sind so müde. Nein, das geht auf gar keinen Fall. Es ist alles voll hier in Bethlehem wegen der Volkszählung. Geht woanders hin, vielleicht ist draußen vor der Stadt irgendwo ein Platz. Zum Glück finden sie einen Stall, wo sie bleiben können. Für Maria kommt die Zeit der Geburt und sie bekommt in der Nacht ihren Sohn, wickelt ihn in Windeln und legt ihn in eine Futterkrippe. Neugierig schauen Ochs und Esel auf das Kind. Ihr Atem wärmt ein wenig den Raum. Auf dem Feld sind Hirten bei ihren Schafen. Sie sitzen um ein Feuer, um sich in der kalten Nacht zu wärmen. Da erscheinen plötzlich Engel am Himmel. Die ganze Nacht erstrahlt in hellem Licht und himmlischer Gesang erfüllt das Feld. Die Hirten erschrecken. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ich verkünde euch eine große Freude, die allen Menschen zuteil werden soll. Heute ist auch in der Stadt Davids, die Bethlehem heißt, der Heiland geboren. Es ist Jesus, der Retter und Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt in einem Stall. Plötzlich ist eine ganze Schar von Engeln da und ein Leuchten und Singen über dem Hirtenfeld. Die Engel loben und preisen Gott. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die sich von Gott beschenken lassen und ihm vertrauen. Die Hirten staunen über den Gesang der Engel, sehen das Leuchten mitten in der Nacht. Was soll das bedeuten? Dann ist alles wieder vorbei und es ist wieder still bei den Hirten. Nur das Feuer knistert. Was war das? Was ist da gerade geschehen? Engel mitten in der Nacht und Gesang? Frieden der Menschen auf Erden, hat er gesagt. Was soll das bedeuten? Sollte wirklich der Retter geboren sein, auf den wir schon so lange warten? Der wahre König der ganzen Welt. Auf, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was Gott uns durch die Engel ausrichten lässt. Es sind sicher arme Leute, die nicht viel haben. Lasst uns ein paar Geschenke mitnehmen, für das Kind und seine Eltern. Geh nach Bethlehem. Im Stall finden sie Maria und Josef und das Kind. Es liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und sie erzählen, was die Engel über das Kind gesagt haben. Sie übergeben die Geschenke, die sie mitgebracht haben. Alle staunen über die Worte der Hirten. Maria und Josef aber bewahren die Worte in ihren Herzen. Schenke uns ein sehendes Herz, damit wir die Not unserer Mitmenschen wahrnehmen. Deinam viljivo srce, tako da vidimo potrebe naših drugih. Schenke uns ein hörendes Herz, damit wir hören, wenn du zu uns sprichst. Deinam poslušeno srce, tako da čujemo, kad nam govoriš. Schenke uns ein liebevolles Herz, damit wir niemanden aus unserer Gemeinschaft ausschließen. Deinam ljubesno srce, tako da ne isključemo nikogo iz naše zajednice. Herr, du bist das Licht, das in der Dunkelheit zu uns gekommen ist und die Welt erhellt hat. Höre unsere Bitten. Bože, prosimo da za sve ljude, ki su u ovom pobožnom vremenu sami ili tužni, pošalji im božičnu ljubav i daj mi novo ufanje. Herr, wir bitten dich für alle Leute, die in dieser besinnlichen Zeit alleine oder traurig sind, sende ihnen die weihnachtliche Liebe, gib ihnen neue Hoffnung. Wir bitten dich, erhöre uns. Bože, prosimo te za naš kolare, naše roditelje i učitelje. Daj da nas božično vrijeme u krugu naših dragi ojača i nam daje moć za novo lito.
Herr, wir bitten dich auch für uns Schüler, unsere Eltern und Lehrer. Stärke uns durch die Weihnachtszeit mit unseren Lieben und schenke uns Kraft für das neue Jahr. Wir bitten dich, erhöre uns. Боже, упошить нам примену мислимо посебно на наше покоїне. Даруй їм віковічний живот. Herr, in der Weihnachtszeit denken wir besonders an unsere Verstorbenen. Schenke ihnen das ewige Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. An Weihnachten ist etwas Wunderbares passiert. Gott selbst ist Mensch geworden. Durch die Geburt von Jesus Christus sind wir alle zu Brüder und Schwester geworden. Wir sind eine große Familie. Wir sind alle Kinder des einen Vaters im Himmel. Zu diesem Vater wollen wir nun so beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater, so wie eine Kerze uns Licht schenkt, so schenkt uns Jesus seinen Frieden. Wo wir einander diesen Frieden Christi weiterschenken, da werden die Gesichter um uns hell und strahlend. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Teilen wir miteinander diesen Frieden, was Jesus uns schenkt. Du wartest ja noch immer. Warum wartest du? Dass die Welt heller wird? Dass etwas gesagt wird, das dir weiterhilft im Leben? Dass du endlich Geschenke bekommst, die du auspacken kannst? Dass Gott endlich kommt und Mensch wird?
wie warten, dass endlich Weihnachten wird und die Warterei ein Ende hat. Jeder Tag ist Weihnachten, wenn es unter uns Menschen heller wird, wenn geholfen wird. Weihnachten geschieht, wenn zwei Menschen wieder aufeinander zugehen und einander verzeihen. Weihnachten ist, wenn jemand beschließt, ehrlicher zu leben und mit offenen Augen die Welt betrachtet. Weihnachten ist jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird. Weihnachten geschieht, wenn Menschen bereit sind, Konflikte auszudiskutieren. Weihnachten ist jedes Mal, wenn wir einander ansehen, mit offenen Augen, mit den Augen des Herzens und mit einem Lächeln auf den Lippen. Wenn eines dieser Wunder geschieht, dann ist 24. Dezember. Dann geschieht Weihnachten. Nun bitten wir Gott um sein Segen. Weihnachten sei dir ein Fest der Stille mit viel Ruhe. Weihnachten sei dir ein Fest der Freude. Weihnachten sei dir ein Fest des Lichtes. Weihnachten sei dir ein Fest des Friedens. Weihnachten sei dir ein Fest des Segens. So sei dir Weihnachten ein Fest voll Freude, Friede, Licht und Segen, damit du zu dir und zu Gott finden kannst. So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ein gesegnetes Fest. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg.